einfacher um die Kunst. Jonas, drück uns die Daumen. Das machen. Guck mal, der wächst den Ski. Und du? Guck mal, der wächst den Ski. Wir machen es durch Technik. Ja, genau. Wie bist du? So geht das. Das steckt die Sache nicht weiter. Hopp, Marion, anziehen. Ja, das Tor ist eng, du. Das ist eng. Hopp, ja, und da. Wir starten drüber und starten drüber 66. Ah, die fahren direkt. 66, Achtung. Schlechte Zeit, 2 Sekunden langsamer als letztes Jahr. Ich kam nicht gut in Schwung. Scheiße, das dritte Tor, ne? Mit 66 Jahren. Zu dieser offenen Preisverteilung Siegerehrung hier auf der Madrid-Hütte. Bis gestern hatte ein wunderschönes Wetter. Heute ist der Winter eingekehrt. Es ist richtig kalt geworden. Ich glaube, wir haben das gut gemacht, gestern das Abschlussrennen, das Sprintrennen zu organisieren. Und die Siegerehrung heute auf Nachmittag haben wir die verschoben. Gestern wäre es noch ein bisschen schlimmer gewesen als jetzt. Heute ist ein bisschen kälter. Ich hoffe, sie hat eine schöne Woche, 4 Tage, guten Schnee, relativ gutes Wetter. Ich hoffe, wir sind alle für Kost gekommen beim Après-Ski und im Hotel. Danke auch an die Service-Leute, besonders einen Applaus verdient, die sie jeden Tag betreut haben. Wir haben wieder, wie immer, jedes Jahr die Kategorien so eingeteilt, wie es in der FIS-Rangliste vorgesehen ist. Und da beginnen wir jetzt höflicherweise mit den Damen. Und da beginnen wir mit der Kategorie D1 1960 und älter. Da haben wir heuer eine Siegerin, die auch letztes Jahr Doppelsiegerin, und das ist die Otti Steinführer. Ganz nach oben, Karl ist ja da, jawohl, der Karl ist da. Die Silbermedaille, Bärbel Stanje mit 28,82. Und die Bronzemedaille, die Regine Leppin beim Kurten. Regine Leppin beim Kurt. So, dann werden wir diese beiden Medaillengewinner verabschieden mit einem zweifachen Super, Dankeschön. Nächste Kategorie, D2, 61 bis 66 geboren. Und dann haben wir Platz 1 die Goldmedaille, Gabi Schlingenseif, beim Lehrer. D3, 67 bis 76, Platz 1 Goldmedaille, Josefine Käsepita, beim Christian. Silbermedaille, Britta Adelmann, beim Toni. Britta Adelmann, beim Toni. Und die Bronzemedaille, Marion Christoph, beim Jonas. Toni, darf ich auch kurz unterbrechen? Ja, ist okay, nun, ich möchte gratulieren auch. Nun, komm nach vorne, bitte gratuliere. Die Après-Ski-Bekanntschaft möchte hier präsent machen, Rudi. Jawohl, Rudi, gut gemacht. Ein Applaus für unseren Rudi und die Gruppe, die verabschieden wir mit einem dreifachen Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Super, Dankeschön! Das ist raus, zu, oder?
Wie fühlt man sich denn als neugebackene Siegerin zum zweiten Mal nach 2016? Ja, 2016, 2017. Das ist jetzt natürlich so eine Art Verpflichtung, ne? So ein Triple zu machen. Werden wir sehen. Aber es ist ein tolles Gefühl. Gut. Also sehen wir uns nächstes Jahr wieder hier. Hopefully. Ja, gut. Du hast immerhin den siebten Platz belegt jetzt bei dem Rennen und bist du soweit zufrieden oder waren deine Ziele höher? Ich bin zufrieden. Die ersten Platz im Tiefschnee, aber beim Après-Ski, beim Tanzen haben wir auch den ersten Platz. Ja. Das sind wir ganz gut. Wir haben ja auch einen sehr guten Skilehrer hier, das haben wir auch nicht vergessen. Ne? Ja. Charlie, was sagst du denn dazu? Wir haben zwar einen, der ist ein bisschen untreu geworden, ja, deswegen hat er jetzt den sechsten Platz gemacht, aber wir verzeihen sie. Weißt du mich? Wir haben noch die Frau. Wir werden ihn weiter verfolgen. Und die Frau werden wir nicht so schnell loslassen. Die hat die. Wie war es denn heute? Hast du das Stockel als Ziel gehabt oder bist mitgefahren heute? Ich bin mitgefahren. Und wie war das Rennen? Nee, Rennen bin ich nicht. Nee, Rennen nicht. Nee. Aber dein Sohn, der war gut, ne? Ja. Jahrgang 67, 71. Da gibt es zwei Erstplatzierte auf Platz 1. Andreas Nicke mit 22,60 und Jan-Claude Riedo 22,60. Habe ich noch nie erlebt in einer Gruppe zwei gleiche Zeiten. Das ist unglaublich. Bronzemedaille Martin Trepp mit 23,41. Immer wieder, wenn er auf Besuch kommt. Und hoffentlich ist das nächste Jahr wieder da. Weil sonst haben wir keine Filme mehr. Genau.
heiße Helga, komme aus Österreich. Ich bin heuer das sechste Mal bei der Skispaßwoche. Hat uns wieder sehr gut gefallen und wir kommen nächstes Jahr wieder. Mein Name ist Tino, komme aus dem Kanton Glarus von der Schweiz. Habe das Glück gehabt, nette Kameraden, Sportkameraden treffen zu können. Einen lieben Skilehrer, hat mir sehr gefallen diese Woche. Und wenn Gott will, komme ich das nächste Jahr wieder. Ich bedanke mich. Hallo, ich bin der Jürgen aus Stuttgart. Ich bin das erste Mal auf der Skitestwoche und es hat mir super gefallen. Und ich habe mich schon wieder angemeldet für nächstes Jahr. Spitze Woche. Vielen Dank. Günther, kannst du einfach mal sagen, was dir gefallen hat? Die ganze Woche. Es war wieder eine super Truppe. Die ganze Woche? Die ganze Woche. Après-Ski war auch immer super. Ja, warst du jeden Tag hier? Nicht jeden Tag, weil ich muss Skifahren auch gehen. Ach so. Du warst auch noch tanzen, ja? Bitte? Du warst auch noch tanzen. Tanzen dann auch. Ja. Und kommst du nächstes Jahr wieder? Sicher, ich komme mehrere Jahre noch. Das behalten wir im Kopf. Okay. Ja, also ich bin zum zweiten Mal in Sölden. Es war mal wieder super. Wir hatten tolle Gruppe, tollen Skilehrer und natürlich besten Schnee, wie immer. Sonnenschein dazu, abends After-Ski-Partys. Was will man mehr? Sölden, wir kommen wieder. Hallo, das war einfach krasse. Also, auf Wiedersehen nächstes Jahr. Für mich war es zum ersten Mal. Wunderschöne Woche, viel gelernt. Vielen Dank, Jonas. Tolle Gruppe. Schön, dass ich mit euch Herren fahren durfte. Und die Bronzemedaille werde ich in Erinnerung behalten. Ah, ja. Hallo, ich durfte der Skilehrer dieser netten Gruppe in dieser Skispaßwoche 2017 sein. Es war eine tolle Gruppe. Ich hoffe, ich konnte allen was beibringen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mir alle was beigebracht habt und dass ich von euch viel gelernt habe. Und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder sehen würden. Vielen Dank, ja. Jonas. Ich war schon viele Mal hier in Sulden und es ist immer ganz toll. Dieses Mal war es eine ganz tolle Woche. Ich kann einfach keinen Fehler finden an unserem Skilehrer, dem Jonas. Macht so Spaß. Kommt nächstes Jahr bestimmt wieder. Ich bin begeistert. Tolle Skikameraden, super Skilehrer. Man kann immer wieder was dazulernen. Tolles Konzept, klasse Truppe. Gerne wieder. Ich bin der Martin, das erste Mal hier in Sulden. War eine Top-Woche, immer gerne wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auch wieder. Ich habe einiges beim Skifahren gelernt. Ich habe festgestellt, Skikurs machen schon gut. Vielen Dank, Linus. Heute hat es auch geklappt, auf zwei Kanten zu fahren. Super gute Sicht, leichter Hang. Also, bis nächstes Jahr. Ja, das ist meine zweite Skitestwoche hier in Sulden. Letztes Jahr 2016 hat es mir sehr gut gefallen, haben wir uns sofort entschlossen, meine Frau und ich wieder herzukommen. Hat auch insoweit funktioniert, als dass ich mich im Vergleich zu 2016 in diesem Jahr vom 7. auf den 6. Platz verbessert habe beim Riesenslalom. Ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht. Die Jungs hier und auch die Marion sind sehr gut gefahren. Also man musste schon richtig was zeigen und es hat mir großen Spaß gemacht. Und nochmal herzlichen Dank an alle. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.